So Leute, da sind wir beim nächsten Deck und wir haben, wie ihr oben sehen schon könnt, wie die letzten paar Tage auch, Hashtag Werbung. Achtung, das hier ist nicht mein Magic Arena Account, wie ihr auch unschwer hier dran erkennen könntet. Das ist ein Account, den Wizard of the Coast mir zur Verfügung gestellt hat, damit ich ein bisschen im Dungeon & Dragon Universum schon mal ein bisschen reinsneake und eben... sie haben mich halt eingeladen und da habe ich gedacht, yo, mache ich, gucke ich mal rein, gerade wenn es jetzt darum geht, dass wir eben ja, Spaß haben können mit den Karten auf Arena im Standard und dafür nichts bezahlen. Das ist ja so das Interessante daran. Und ja, gucken wir uns mal an, was wir heute haben. Wir haben heute das Demi-Lich-Deck. Ein sehr, sehr interessantes Deck, was über Tempo, Monoblue Tempo versucht, was zu machen. Wir haben hier einmal für ein blaues, können wir eine Kreatur Hexproof geben oder eine Kreatur tappen. Wir haben Stone Cold Serpent, wir haben Opts, wir haben mehr Volkwind Rover, wir haben den Aszendanten, den ich sehr, sehr cool finde, deswegen auch Snowcover. Wir haben 22 Länder, was echt viel ist. Ich bin beim Opt kurz gestoppt wegen dem Artwork, aber ja. Wir haben Negate, zwei Stück. Wir haben Lofty Denial, zwei Mana. Wir konnten einen Zauber mit Mana-Kosten. Wenn er geht, natürlich eins bezahlt. Und wenn wir was mit Fliegen haben, was wir hoffentlich haben sollten, müsste ich nur drei bezahlen. Wir können Kreaturen zerstören, beziehungsweise countern. Wir können was anderes countern. Mehr countern. Brazen Borrower für Spells. Sea Dasher für ein bisschen Card Draw. Und dann haben wir eben den Demi-Lich. Darum dreht sich dieses Deck. Vier blaue Mana, 4-3. Der kostet ein blaues weniger für jede Instant Sorcery, die wir diesen Zug gecastet haben. Und immer wenn er angreift, exilieren wir eine Instant Sorcery zum Friedhof und können sie kopieren. Das wollen wir wahrscheinlich eher mit diesem CD Approach oder dem Opt machen. Und wenn wir den, also wir können ihn auch aus dem Friedhof casten, indem wir vier Instant Sorceries aus dem Friedhof exilen, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und das ist ziemlich cool. Und dementsprechend würde ich sagen, hoppen wir mal in ein Play rein und gucken uns das Ganze mal an. So, da sind wir. Preview Count 201, unser Gegner. Ja, das ist eine gute Hand. Das ist eine wirklich gute Hand. Hip. Wir können mit dem Spirit starten. Minion of the Mighty. Das ist ein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das kann sehr schnell sehr böse werden. Yep. Yep. Oh mein Gott. Oh mein Gott. What? Du Schande. Ja, The Dream. Gucken wir uns das nächste Spiel an. Ja, das nächste Spiel, 126. Gucken wir was anderes. Das ist, ja, okay. Das ist eine ganz coole Hand. Wir können Turn 1 Stall Call Angriff into, Doch. So funktioniert das. Autopay. Into Sea Dasher, into 3-3, into Spaß am Leben. Mal gucken, was unser Gegner so macht. Grün. Grün ist gefährlich. Grün kann halt echt. Stone Cold Serpent. Lull. Lustig. Ja, dann greife ich mal an. Gucken, ob er traden möchte. Nee, möchte er nicht. Dann mutate ich doch mal. Octopus obendrauf. Bam. Ziehen wir eine Karte. Stone Cold für 0 sieht nicht nach einem Plan aus, was wir haben möchte. Ja, wir haben hier Trample, Reach, Flash. What? Ja, probieren wir das dritte Spiel. 98, diesmal mit einem anderen Star. Was haben wir hier? Stone Cold, Sense, Mulligan. Das geht besser. Das hier ist besser. Das ist wirklich besser. Die Frage ist, was legen wir weg? Legen wir den Demi-Lich weg? Das kann halt auch... Was? Pixie Guide? If you would roll a dice... Okay. Hauen wir mal zu. Ziehen wir mal eine Karte. Wir haben halt, wir können halt über Stunden hinweg bouncen und negaten. Das ist halt,
Das ist halt, ich erinnere mich an dieses Mono Blue Tempo, was damals in meinem Standard rumgesessen hat. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was es tut. Ich habe es einfach. Opten wir nochmal. Den Azedant möchte ich gerne haben. Und ja, den einen Damage nehme ich auch. Dann Azedant. Hauen, Karte ziehen. Oh yes, Insel für die nächste Runde und noch ein Negate offen oder ein Dasher Octopus oder wir können den hier einfach auf 2-3 pumpen. Das sieht ziemlich gut aus gerade. Das sieht verdammt gut aus. Natürlich darfst du resolven. Sorry. Ups. Es tut mir leid. Das ist ein Problem, aber die können wir bouncen. Greifst du wirklich an? Den trade ich dann. Einfach nur aus dem Grund heraus, dass ich nicht noch mehr von diesen Rolls haben möchte. Für dich. Ja, ich kann ihn sehr, sehr groß machen. Gucken wir mal, was wir machen müssen, was wir machen können. Er blockt den. Interessant. Dann C-Dasher da drauf. Becomes a Spirit. Okay, legen wir mal oben drauf. Ich weiß nicht, was das jetzt tut. Aber okay. Dann ziehen wir noch eine Karte. Und ziehen noch eine Karte. Oh, wow. Das ist stark. Also wir können halt alles in der Welt wegkontern. Zum Beispiel so. Und dann mutieren wir den da nochmal oben drauf. Einfach nur für den Card Greed. Weil den müssen wir jetzt halt zum Sieg reiten. Wie ich würde sagen, wir machen den da. Und hauen wir mal zu, ziehen zwei Karten, zwei Länder, wow, nicht gut, uns gehen die Optionen aus. Und zwar nicht gerade wenig, wir können ihn immer noch zu was Größerem, Cooleren machen, wenn wir wollen. Boah, müsste ich hier ich dispute mal, dass wenn der Gegner noch was hat, er einfach 3 Mana dafür bezahlen muss. Damit einfach er sonst nichts tut. Außer eine 5-Mana-Pixie zu spielen. Was? End of the battlefield, choose target. Tap that creature. Das ist ein Problem. Das kann ein Problem werden. 9. Oh mein Gott, sie ist nur getappt. Nice. My turn. Dann muss ich den da machen. Mache ich mal eine Stone Call für Cancel. Erst hauen, dann bauen. Greifen wir mal an. Ziehen wir mal 2 Karten. Hätten wir gewinnen können? Ich glaube, wir hätten gewinnen können. Dann spiele ich noch einen Azedant. Ich glaube, wir hätten gewinnen können, tatsächlich. Wir hätten hiermit einen 7-7 machen können. Oder wir hätten hiermit den hochballern können, glaube ich. Ja, wir hätten für 4 Mana 2+1+1 Marken drauflegen können. Ups, sorry, das war nicht mit Absicht. Das hätten wir gewinnen können. Wir haben jetzt immer noch Negate und Dispute und ja, das ist vollkommen okay. Das dritte Match war endlich mal ein Match. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Deck wieder. Ja, da sind wir beim Deck. Es ist Mono Blue Tempo. Wir versuchen halt einen Aszendanten oder eine Serpent zu spielen, versuchen die dann hoch zu dashen oder eben was aus dem Weg zu räumen. Und ab dann kontern wir und carddrawen wir uns durch die halbe Welt. Mit dem Demilich können wir halt auch einen längeren Gameplan fahren oder wir können eine Runde mal so 2 Spells spielen plus den Demilich oder ihn einfach aus dem Friedhof wieder casten. Auch gegen Mill sehr, sehr gut. Wird jetzt hier aktuell nicht gespielt, aber ist ein Deck. Rogue Mill bleibt auch ein Deck nach der Rotation. Und wenn Demilich einfach gemillt wird, können die ihn einfach aus dem Friedhof wiederholen. Sehr coole Karte. Den Giants konnte ich leider nicht aufzeigen. Den hätte ich aktivieren können, ist mir aufgefallen. Und damit auch gewinnen. Aber
ein sehr, sehr cooles Deck. Probiert es selber mal aus. Wie immer, da oben Hashtag Werbung. Das ist ein von Wizards mir zur Verfügung gestellter Account. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, Arbexit. Ciao, ciao.